Leute, willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen Transpose. Das ist ein sehr abstraktes VR-Puzzle-Spiel mit vielen Physikrätseln. Und abstrakt sehen wir hier schon an den Händen und Armen. Es gibt die Möglichkeit in Transpose, oder ohne das geht es wahrscheinlich auch irgendwann gar nicht mehr, seinen Bewegungsablauf aufzunehmen. Dann hat man so eine Art Doppelgänger und kann sich verschiedene Sachen zuwerfen und allen möglichen Kram. Also da muss man nachher, glaube ich, richtig überlegen, wie man was angeht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel rein und da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Viel Spaß! Gut zu wissen. Neige den linken Analogstick umzugehen. Ja, wie wir hier schon sehen, das meine ich mit abstrakt. So, wir haben die Möglichkeit, mit dem linken Stick uns fortzubewegen, hin, zurück, links, rechts. Wir haben dann auch einen Teleport. Den muss man auch nutzen, um solche Abgründe zu überwinden. Sonst kommt man auch nicht weiter. Sieht aber echt alles sehr cool aus, finde ich. Hat was. So, packen wir es mit dem Ball hier. Wow. Hallo. Ja, sieht ziemlich cool aus. Könnte fast so eine Traumwelt sein. Ich finde die Musik auch irgendwie richtig cool. Passt zu dem Spiel. Diese Welt war einst lebendig und sie wird wieder lebendig sein. Ja, wir sind ja jetzt hier. Oh. Was passiert jetzt? Ah. Kleines Intro. Okay, da ist irgendwas hingeflogen. Aus diesem großen Würfel. Hier mal gucken. Ja, wir haben aus Neptun. Funktioniert aber ja noch nicht so ganz gut, finde ich. Muss man ab und zu ein bisschen. Oh, ist das? Muss man mehrmals drücken, damit es dann funktioniert. Nach rechts funktioniert es immer, nach links nicht so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wo guckt ihr hin? Oh. Nein! Okay, sie verschwinden alle. Was denn wieder? Okay. Sind das alles unsere Spiegelungen vielleicht? Sind wir hier vielleicht schon mal lang gegangen? Und weg ist er. Okay, da baut sich eine Brücke auf. Okay. Also es ist wahrscheinlich das Tutorial und das zeigt uns, was wir machen sollen. Oder doch eine böse KI, die uns irgendwo hinlocken will. Ab in Stargate. Ich weiß, dass ich schon einmal hier war. Wow, vor die riesige Halle. Okay, da wurden jetzt solche Tore aktiviert. Jetzt wird uns wieder was gezeigt. Deshalb diese Balken. Ich kann mich auch. Doch, jetzt kann ich mich bewegen. Gucken wir uns mal, was der Kerl da macht. Ah, das können wir auch, oder? Ah! Also, wir schweben nicht so toll wie der andere gerade, aber. Können uns bewegen.
Du kannst gespeicherte Echos schnell löschen, indem du dir Ringe. Okay, kann ich nicht mehr lesen. Meine vergangenen Leben umgeben mich. Gehen. Wir gehen da hinterher. Ja, Snapton könnte ein bisschen besser funktionieren. Okay, der hat hier den Würfel genommen. Und dann knallt er den da rein. Okay, Touchdown! Also passt alles bei dem Game irgendwie. Vom Look her, von der Musik. Also das gefällt mir echt gut. Ist kein Baller-Game oder so, aber um mal, glaube ich, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen zu rätseln, ist das mit Sicherheit genau das Richtige. Okay, da wird wieder was aktiviert. Und da ist jetzt ein Tor. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Okay, die Tür ist zu. Kommen wir woanders noch hin. Okay, wir gehen einfach mal hier. Wahrscheinlich die beste Alternative, jetzt hier lang zu gehen. Oh. So. Zeit ist ein Werkzeug. Rückkehr. Okay, da stand eben, man sollte immer vorher das Level oder den Raum erkunden. Schauen, was es alles gibt. Aber hier gibt es jetzt scheinbar erstmal nichts mehr. Das sieht so cool aus, jetzt wäre ich fast hier hingefallen. Okay, da hinten ist... Entferne den Kern, um ein vergangenes Echo einzusammeln. Okay, gehen wir hin. Ah, dann hat er so ein. Dann kriegt er so ein Armband. Wir haben noch nichts. Probieren wir einfach mal. Okay, jetzt haben wir auch so ein Armband bekommen. Ringe an deinem rechten Arm stehen für gesammelte Echos. Okay, ich stelle mich nochmal so ein bisschen. So. Hebel bewegen. Teile der Welt. Drücke und halte Y oder B, um die Zeit anzuhalten. Jetzt haben wir die Zeit angehalten. Jetzt steht hier, wähle behalten aus, um deine Bewegung zu speichern und die Zeit zurückzuspulen. Ja, was machen wir jetzt mal? Okay. Hier haben wir jetzt den Slider, um die Zeit vorzuspulen. Und dann müssten wir uns gleich auch selber sehen. Glaube ich zumindest. Ja, da ist unser Echo. Wie wir da lang gegangen sind. Ja, wir schauen uns gerade so ein bisschen um. Da haben wir dann kurz geguckt, was uns da erklärt wird. So, da reißen wir das raus. Und jetzt bewegen wir gleich den Schalter und dann wird wahrscheinlich dann hier, ja, echt cool. Also es war jetzt natürlich ziemlich einfach, das Rätsel. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nachher richtig knackig wird. Und schon haben wir es, oder? Danke, Echo. Wir haben irgendeine Energie freigesetzt oder ich weiß noch nicht, was das soll. Sobald das Herz einmal voll ist, bleiben Portale vervollständigt. Okay. Da ist jetzt wieder ein Portal auf. Dann gehen wir da direkt mal hin. Teleporten ist schneller.
Also schnell, so viel schneller doch auch nicht. So, jetzt schauen wir mal, was jetzt für ein Rätsel kommt. Meine Vergangenheit und Zukunft arbeiten zusammen. Fangen. Ja, auch cool. Das Spiel ist in mehreren Sprachen erhältlich. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Ist auch nicht selbstverständlich und muss man echt loben. Weil sehr viele Leute haben echt Probleme mit dem Englischen. Ich ja selbst auch. Also so super gut Englisch verstehen kann ich jetzt auch nicht. Ich kann ein bisschen, wenn ich die Inhalte lese, so ja einigermaßen verstehen, was da gemeint ist. Aber ja, gut ist anders. Und dafür ist das hier echt super, dass das übersetzt ist. Okay, da ist so wieder ein Echo. Da ist wieder ein Echo, das wir einsammeln können. Da wird uns wieder gezeigt, was jetzt funktioniert. Okay. Die beiden scheinen sich irgendwas zuzuwerfen. Dann ziehen wir jetzt hier mal wieder ein Echo raus. Okay, dann probieren wir das auch einfach mal, was uns da gezeigt wird. Fang! Oh, ich hab schlecht geworfen. Okay, jetzt machen wir wieder hier diesen Pause-Modus und dann kann man wieder entscheiden, will ich das jetzt nochmal nachspielen oder nicht. Und wir behalten es einfach. Spulen jetzt vor. Genau, gleich müssen wir uns das zuwerfen. Werf gut. Und? Ah, ich hab's nicht gefangen. Aber da ist es. So, da haben wir jetzt wieder. Entferne den Kern, um das vergangene Echo einzusammeln. Ja, das wurde uns schon mal erklärt. So, jetzt müssen wir das wieder machen. Werfen uns jetzt wieder zu. Jetzt aber richtig. Behalten. So, und jetzt spulen wir das Ganze nochmal vor. Jetzt müssen wir jetzt zwei Echos haben, die hier langlaufen. Okay, jetzt habe ich Mist gebaut gerade. So, der schmeißt uns das da gleich zu. Und jetzt schmeißt er uns das zu. Ja, ich fange. Hoffe ich. Ja! Und rein da. Ja, haben wir das auch schon. Ich glaube, das wird nachher so schwer, dass ich das gar nicht mehr hinkriege. Okay, lass uns jetzt mal überraschen, was jetzt kommt. Nächstes Portal. Es geht hier echt weit runter. Schauen wir mal da. Die Ringe soll ich zeigen. Mal ganz. Bran. Mit Bran kann ich nichts anfangen. Man soll ja drauf zeigen und dann? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was jetzt gemeint ist. Okay. Also hier sind jetzt keine Schalter mehr oder so, die wir benutzen können. Das heißt, wir... Ja. Ich hätte jetzt versucht, ob wir darüber kommen, aber... Ne, ist zu weit weg. Dann müssen wir ja da hinten hin. Jetzt funktioniert Snapturn wieder. Nicht so gut. So. Aber wurde schon verbessert, die Steuerung. Ich habe eine frühere Version gespielt, da war es noch nicht so gut. Und jetzt ist echt super. Okay, da ist ein Schalter.
Oh, fuck. Jetzt haben wir verkackt. Den hätte ich nämlich erst noch einsammeln müssen. Okay, gehen wir nochmal zurück. Haben wir zum Glück überlebt. So. Komm nochmal her. Die Plattformen kommen nicht mehr. Wie cool ist das denn? So, wir verwerfen das Ganze nochmal und fangen nochmal von neu an. Ich vermute, dass man das nachher so oft machen muss, dass man mal irgendwas verwerfen muss. Und was meinten die mit erstmal alles anschauen, bevor man irgendwas macht? So, du gibst mir dein Echo. Und schon gehen wir rüber. Ah, die gehen jetzt auch rüber, okay. Okay. Versuchen wir mal, dem was zuzuwerfen. Und? Yes! Okay. Verhalten. Das war ja gar nicht schlecht. So, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich da draufstellen und vorspulen, damit sich diese Plattform jetzt hier bewegt. Da sind wir da oben. Genau. Und jetzt werfen wir uns das gleich zu. Komm, ich fang. Hoffe ich. Oder auch nicht. Bam. Okay, wie komme ich zurück? Oder kann ich jetzt einfach mal behalten? Ah, genau. Okay. Jetzt warte ich einfach, bis hier alles aktiv ist. Das sieht jetzt geil aus, wie man selber kommt. Komm, ich fang. Man kann sich beim Versagen dann zuschauen. Okay, da haben wir es geschafft. Ich würde sagen, einen Raum machen wir noch. Also irgendwie ist diese Welt perfekt zum Abschalten von der Musik her. Kann man sich so ein bisschen drin verlieren, finde ich. So. Next Level. Meine Vergangenheit kann rückgängig gemacht werden. Rutschen. Was ist damit denn gemeint? Was haben wir hier? Also, ich glaube, wenn wir hier in dem Kreis sind, wird noch nicht aufgenommen, vermute ich mal. Deshalb gucken wir uns erstmal an, was hier so überhaupt Sache ist. Das ist eine Plattform, die sich wahrscheinlich nachher bewegt. Da auch, da hinten ist ein Würfel. Okay. Gucken wir mal, wo wir hier Schalter haben oder so. Okay, da müssen die Würfel rein. Wir klettern mal mit hier. Geil. Entferne den Kern, um ein vergangenes Echo einzusammeln. Habe ich auch vor. So. Jetzt haben wir hier zwei Schalter und wir haben hier sowas. Ah, okay. Was ist das? Was? Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Okay. Ist ja schon mal gar nicht schlecht. Thank you.
Wir haben uns auch ein vernünftiges Level. Okay. So, kurz warten, dass man das nehmen kann. Sollte reichen. Und wieder zurück. Ich weiß nicht, ob wir nochmal zurück müssen. Machen wir einfach. Okay, das behalten wir einfach mal und testen gleich mal. Warte, wenn das wieder angekommen ist. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt hier drauf. Spulen mal vor. Zack, zack, zack. Sind wir dann jetzt oben am DJ-Pult? Jetzt fahren wir ran. Na cool. Schnell, schnell, schnell. Okay, brauchen wir gar nicht. So, den packen wir schon mal rein. Dann müssen wir jetzt nochmal drauf. Bisschen vor. Gut, dass wir das zweimal gemacht haben. Ich weiß nämlich nicht, ob wir jetzt noch ein Echo frei haben, weil wir haben ja nur eins gefunden. Und? Nee, okay. Dann behalten wir das und machen uns nochmal ein neues. Probiere ich noch aus. Das ist echt cool gemacht. Geiles Spielprinzip. Gibt's so auch noch nicht. Wow, jetzt wäre ich fast hier runtergefallen. So, da haben wir den schon. So. Ich komm. Habe ich noch irgendwie ausprobiert gerade. Ja, haben wir es doch. Danke, DJ. Okay, Leute, wir gehen jetzt nochmal durch die Tür und dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge erstmal. Schauen wir mal, was passiert ist. Oder was jetzt noch passiert. Der Welt fließt in einen zentralen Punkt zusammen. Ja, das ist der zentrale Punkt. Dann mal kurz oben gucken, was da jetzt passiert ist. Okay, der zeigt uns wahrscheinlich, dass wir da hinten lang sollen. Ich beende aber jetzt hier die Folge. Ich hoffe, euch hat Transpose gefallen. Mir gefällt es auf jeden Fall. Es ist mal echt was anderes. Nicht immer Dämonen bekämpfen oder Zombies bekämpfen oder so. Einfach nur ein bisschen ja, mit Chillmusik verbringen und Rätsel lösen ist echt cool. Und mir gefällt's. Ich werde es auch auf jeden Fall nochmal zocken. Wenn euch das Video gefallen hat, haut ein Like raus. Wer noch kein Abo gegeben hat, Abo nicht vergessen. Glocke aktivieren auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.